Proteste vergangene Woche in Henan, etwa 700 Kilometer entfernt von Peking. Es sind Anleger, die um ihr Erspartes fürchten. Eine strauchelnde Bank hat ihre Konten eingefroren. Der Polizei in Zivil rufen sie Flüche entgegen. Habt ihr keine Eltern? Habt ihr kein Herz? Das sind all unsere Rücklagen. Das Problem ist, viele Bankkunden können nicht mal zu den Protesten fahren. Hier kommen sie nicht weiter. Ihre Gesundheits-App zeigt nämlich nicht den grünen Code. An jedem Eingang zum Bahnhof muss gescannt werden. Nur mit einem grünen Code kann man weiter. Rot oder gelb bedeutet, dass man Corona hat oder eine Corona-Kontaktperson ist. Aber bei Bankkunden, die zum Protest fahren wollten, sprang der Code auf rot. In Videos in den sozialen Netzwerken zeigen sie, wie sie vom Reisen abgehalten werden. Das Phänomen wird klar. Allein Bankkunde zu sein reicht aus, um einen roten Code zu haben. Wenn wir die App aufmachen, zeigt sich links, ich bin kein Kunde und habe einen grünen Code. Meine Frau ist Kundin und hat einen roten Code. Meine Frau war in den letzten Tagen nur in Regionen, die keinen einzigen Covid-Fall hatten. Keiner der betroffenen Bankkunden mag vor der Kamera erscheinen. Wer in China die Politik kritisiert, wird abgestraft. Wang Yu bekommt derzeit selbst keinen grünen Code. Warum, weiß sie nicht. Ihr Bewegungsradius ist daher eingeschränkt. Schon die Einkaufsstraße ist tabu. Ich kann mich da nicht anmelden. Daher kann ich da nicht durch. Ihr Verhalten hier scheint auffällig zu sein. Offenbar ein Polizist in Zivil beginnt zu telefonieren. Ärger droht. Wang Yu geht lieber weiter. Sie will ein Taxi nehmen. Doch da taucht die nächste Hürde auf. Sie soll im Taxi den QR-Code scannen. Zurück zu den Protesten der Bankkunden in Henan. Die wenigen, die es vor Ort geschafft hatten, werden von der Polizei in Zivil brutal abgeführt. Für den Missbrauch mit der Gesundheits-App wird die lokale Behörde abgestraft. Zu offensichtlich soll es offenbar nicht sein, dass die App nicht nur der Pandemiebekämpfung dient.